Hey ho, Freunde! What's up? Okay, mach du die Begrüßung, fick dich. Okay, hi, willkommen zu meiner Let's Play Nummer 87 oder 78 oder ja, Jui, ich bin der Conny und Wieso klingst du gerade wie besuche Robert? Robert. Robert? Nein! Roberto, Roberto, I can't move it anymore. Roberto. Mauricio, Mauricio, I can't move it anymore. So eine Scheiße. Ich liebe das Video, Mann. Oh, super. Mauricio, I can't. Mauricio, I can't move it anymore. Mauricio. Mauricio. Das ist so gut. Das Video ist so gut. Ja, du liebst es, dass Leute einfach zu behind schnell gebildet ist. Ja, aber wo gern tanzt, wie seine Schwerbehinderung, du lachst ihn einfach aus. Aber das ist lustig. Das Video ist Ja. lustig. Imagine, jemand der beste Tänzer und dann sagt er, Moritz, I can't move it anymore. Und du einfach am Lachen. Mauricio, I can't move it anymore, Maurice. What the fuck? Du bist in das Loch reingekommen. Die freuen sich. Ja, die freuen sich. Jetzt haben wir zu fressen, yay. Oh Gott. Das ist ein anderer Mario. Der vorige Mario ist gefressen worden. Bad Ending. Nee, Happy End. Was für ein. Mario wollte schon lang sterben, Digga. Wie der Bulli im letzten Part. Was? Der Bulli, der stark war. Oh. Ja, du. Das war so seltsam. Der Arme ist immer noch stuck. Oh mein Gott. Nee, ich glaube, jetzt bin ich hier ins Level respawned, leider nicht mehr. Hätte gerade so die Lava-Wasserfall berührt. Ja. Das ist ein schönes Level. Fuck. Ja, aber es ist ein scheiß Level. Die Musik einfach so gemütlich und du. Wer so? Es? Du Schafe! Der Great Maze ist 11. Und 11. Da geht's weiter hoch. Ich soll in die Lava fallen, hast du gesagt? Ne, im Wasser-Lavafall. Im Wasser-Lavafall? Ja. Shit. Nochmal. Warte. Und das zweimal. Noch zweimal. Jetzt, ja. Ach scheiße, ich wollte in den Stern reinlanden. Das war keiner bad. Ja. Jetzt bist du untergelandet. Und die rein. Oh. What the fuck? Kopf voraus. Köpfler rein ins Einfach so von unten nach oben reingeflutscht, Kopf voraus. Gelassen. Einfach in Lava rein, damit sich Lava wieder Körper einfach so langsam. Ja, wenn so es in Lava hot, ne? Oh. Dann einfach du siehst Körper wie so lang so. Jetzt sind wir hier. Das ist ein schönes ja. Ding. Was ist das für ein Ding? Mein Ding. Das ist ein Brücke, Diggi. Moment. Nach meinem Objekt weißt du, was das ist. Da wollte ich nicht reingehen. Da wollte ich aber reingehen. What the fuck? What the fuck? Das sah mega seltsam aus. Ja, das war super. Hab fast gehofft, dass du nicht mehr das spielst. Ich meine, dass du wieder rauskommst. Mann, bring ich jemanden um, for real. Alter, du sag immer, du willst mich umbringen, schlussendlich bring ich dich um. Schlussendlich will ich dich gleich nur küssen, was? Oh, ich meine, you. Aha, aha, also ist er doch gay. Aha. I'm not gay. Ja, sagen sie alle. Dann werden ja, sie doch. Und dann sind wir schwanger. Ja, ich bin schwanger von dir. Hä? Du bist schwanger von mir? Ja. War das mein Traum echt gewesen? Was? Ich meine, ich hab dich nicht getraut, dich zu schwängen. Oh Gott. Sauber in der Maze
Pfiffe. So's, ab in wo in? Im Maze. In der. Man muss in der. In der. In der. In der, in der, was? Solche rassistischen Bastarde. Ich liebe es. Ey, ich bin doch nicht rassistisch, wenn ich gerade Asiat bin. Ich mache über Asiaten lustig. Na klar, du darfst dich über Asiaten lustig machen. Ja, eben, Inder sind von Asien, oder nicht? True. Also. Aber das sind besondere Asiaten, was? Oh mein Gott. Also. Oh. Also, mein Bruder ist doch mit einer Inder zusammen. Inderin. Ja. Oh. Da kann ich doch über den witzig machen. Ja, ich glaube, der Bruder wird nie dieses Video sehen. Ich hoffe es. Ja, zum Glück nicht, ey. Ich glaube, der wird denken, was ist aus Conny geworden? Ja, naja, das hätte er nicht gewundert. Hätte er eher gewundert, was bin ich denn falsch? Was soll mein Bruder sein? Die richtige ja. Monster-Jumpscare. Wieso stelle ich mir gerade so vor, wie da diese Riesenhand hier auf dich zukommt, dass er so, wie die dich greifen möchte? Also wenn ich so an Riesenhand denke, denke ich gerade an diese Doktorspiel von Wario. Ja. Ja, genau! Mensch, das ist dein Doktor! Oh Gott! Tatsächlich, ich hab die Kurzszene durch. Perfekt! Also wenn dieser Doktor nicht existiert, ich würde meine Kinder dahin bringen, dass mein Kind Trauma bekommt. Und dann sage ich, spinne mir Ware. Mein Kind würde Trauma das Fuck haben, ey. Ich würde fallen, weil ich immer gewinne. Aber das ist ein entspannter Ort, ne? Das ist sehr entspannt. Ja, sieht entspannt aus, ja. Ich hasse diesen Ort. Das ist, glaube ich, so mein Hassort hier. So gemütliche Musik und alles. Ja, trotz gemütlicher Musik. Ich hasse diesen Ort. Oha. Ich hasse alles hier. Oha. Ja. Was habe ich dir gemacht, außer dich geschwängert? Geschwängert. Scheiße. Da fühle ich's. Perfekt. Warte mal, ich will was versuchen. Was? Fuck. Ich will das Schild lesen. Oh, und ein Loch rein. Noch rein. Boah, what the fuck? Wow. Das sah irgendwie sehr cool aus, aber es sah. War's cool. Es sah komisch aus. Oh. Oh. Weißt du, was mich daran ein bisschen erinnert? So? Ja, genau so. Weißt du was? Was noch? Die Wände zu ficken. Oh Gott, Celeste, nein. Ja, Celeste. Aber ich will das Schild lesen, Mann. Das Schild macht mich neugierig. Moment mal. Mach. Oh Gott, das ist absolut schwer, dieses Schild zu lesen. Ja, also lies. Oh nein. Wieso bin ich überhaupt noch? Ja, du musst diese andere Wand zuerst, oder nicht? Die linke Wand, zum Beispiel. Oder oh Gott, das jetzt. Ist zu heftig. Du hast die rechte Wand, so. Also meinst dann du das? Links, oder nicht? Meinst du das? Nein, du hast rechts. Ja, diese, ja. Und danach die andere. Aber das ist vom Winkel her nicht so richtig. Probier mal. Ich kann es so versuchen. Ne, Moment, das muss ich so machen. Okay, das könnte so könnte es klappen. Das klappt so wirklich. Okay. Let's go! Oh, let's go! Danke für den Tipp, das habe ich extra nicht mehr gewusst. Oh, wow. Way to go for you to get here like a pro. You deserve a reward. Ach, das ist so ein Drecksschild. Yes, she's. Bro, das ist einfach so ein Schild, so, ah, oh, sehr schön, du hast so viel Skill erwiesen, du Hurensohn, du hast nichts erreicht. Ja. So sehe ich dich immer so. True. Aber ich will trotzdem wissen, ob ich da jetzt wirklich alles habe bei Kurs 11, also Kurs 11, also beim Great Mess Kurs 11. Do not enter, ja. DNE heißt auch Do not enter, das heißt, da habe ich alles gemacht, da gibt es keine Sterne mehr. Also ich kann jetzt hier ruhig sterben. Oder ich halt einfach in den Loch rein. Jetzt können wir hier Sterne sammeln. Der wunderschöne Ort, wo man sich entspannen kann. Ja, entspannen. Ich hasse diesen Ort. Ich kenne die Ort nicht, da musst du mir alle dein Tod. Ich meine, deine Skills. Ich meine, also Tode, sterben werde ich hier nicht, aber die Sprungbringer sind nervig. Oder ist ja, dann ist es scheiße. Aber trotzdem, die Sterne sind fies versteckt zum Teil. Der Sieger, wo in ein kleines Loch, wo du reinsteckst, also reingehen und dann.
Digi. Und dann diese Stern berühren muss. Mhm. Aber es ist tatsächlich, die Musik ist sehr schön und entspannt. Ja. Die fressen sich. Diese Viecher sind so unnötig, Mann. Und Mario verliert ja auch keine Luft, weil er ist ja schon tot. Wie lame. Na, das wäre super schwer dann. Hey, du bist in irgendein Loch reingekommen. Nice, let's go dann. Ich glaube, da waren noch zwei Sterne, I guess. Oh. Stimmt, ich kann selber hochlaufen. Stimmt. Nee, du musst hochschöpfen. Jump. Oh nein. What the fuck? Ja, den habe ich bei damals ein bisschen länger gesucht. Also, als ich es ohne selbst gespielt habe, habe ich vergessen, wo der Stern war. Da war ich da irgendwie gefühlt eine Stunde da am Suchen, bis ich den wieder gefunden habe. Dann war ich mad auf mich selbst. Wow. Ja. Basically. I'm mad, I'm mad, I'm really, really mad. Oh yeah. Aber ich bin nicht Jackson, aber egal, ich bin mad, was? Jackson ist immer mad. Ja. Der gute Jackson. Weil er einfach nie seine Freundin reinstecken kann. I mean. Das kommt wahrscheinlich noch hundertprozentig. Dann wird er ganz stolz sein. Wenn er irgendwann geschafft, ja, dann will man sehen, dass er mal happy ist. Also wenn du siehst, dass Jackson mal richtig happy ist, dann weißt du, was passiert ist. Ja, dann definitiv, dann weiß ich auch wieso. What wenn er fuck? Immer wieder so bei Vicky, also, oder? Wenn Vicky Schmerzen hat und Jackson glücklich ist, wissen wir warum. Also ja, damals wäre man sofort wieder ruhig. Aber ich meine, wenn er einfach bei Call mit Vicky einfach so übelst glücklich ist. Ich nur so, hi, ja, ich hab dich lieb. Hat er wirklich übelst glücklich mit so einer Riesengrinsen, dass er sich so vorstellen kann, dass er geschafft hat. Ja. Oh ja, Vicky ist eine sehr coole Person, also auch ein paar Mal bei meinem Let's Play ist dabei gewesen. Oh Gott, ich hasse diesen Sprung. Aber ich mache einen kleinen perversen Witz. Aha, du und keine perversen Witze, das ist ein sehr guter Witz. Nein, ich meine Vicky. Also Vicky, ja. Ja, eben. Aber ich mache immer perversen Witze, weil ich immer geil bin. Aber die Musik ist sehr schön, wenn ich ehrlich bin. Die ist wirklich schön, ich mag die Musik. Das ist schwierig, ja. Aber du sagst, das ist ein Hass-Level, wobei du es sehr einfach geschafft hast. Ja, weil ich... Weil, das, was ich gerade gemacht habe, war das einzig Schwere, weil die Wandsprünge da ein bisschen doof sind. Aber sonst ist es eigentlich ganz chillig. Aber ich hasse diese Welt. Weil es so ein gemütlicher Song ist, die Welt sieht eigentlich auch schön aus, finde ich. Mhm. Ja, definitiv. Aber 10 ist... Schon wieder einfach. Nom 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 nom. Diese Dreckspinne, ey. Ich glaube, ich spinne. Also, ich glaube, wenn der nicht da wäre, würdest du da hart stuck sein. Ja. Probably. Vielleicht ist der auch deswegen da. Kann auch sein. Also, ich bin mir nicht mehr. Vielleicht ist es wegen dem ein bisschen stuck gewesen und dachte, nein, hier muss irgendwas sein. Dann nehmen wir der Spinne rein. Dass er sich wenigstens in sich fühlt. Somewhere in the Maze. Das ist Kurs 13. Welcome to Vivenia. Diese Sonne hat eine Sonnenbrille. Road closed. Weißt du, was ich damit sage? Fick dich, ich laufe einfach durch. Fickt euch. Ich bin ein Penner. Ich scheiß auf Regeln. Wenn einer die Regeln bricht, dann mache ich das gleiche zweimal. Was? Ja. Das merke ich auch immer, weil die Regel Nummer 1 hältst du auch nie ein. Ich habe, weißt du, wen ich gerade angespielt habe, ne? Hä? Oh, eine Zigarette. Ich muss gleich zwei nehmen. Also. Shoutouts an die. Shoutouts an zwei Leute, die wir nicht mögen. Also, ja. Also. Die ist einfach komisch, sag mir so. Ja. Die eine ist noch komischer. Also die mit den zwei Zigaretten, nicht die mit einer Zigarette, die ist. So. Ich meine die mit zwei Zigaretten, die eine, wo... Ist okay.
Ja, sie ist okay, also ich habe nichts gegen sie. Aber die andere hat was gegen mich, also das ist mir echt egal. Die andere haben voll was gegen mich. Ja, sie hat dich mit einem Todesblick angeschaut. Und wenn die andere die gesagt hat, oh, dann Child Cosplay, ich will dich ficken, was? Oh ja. Oh ja. Ja, und no joke, sie wollte das. Warum hast du das nicht gemacht? Vor ihr? Hä? Ich dachte, ihr hättet das schon gern gehört. Oh Gott, Alter. Mensch, einfach vor ihr, einfach. Jetzt bin ich schon ein bisschen horny. Oh, okay. Nur ein bisschen. Oh, schaff ich das? Oh, let's go. Aber ich verstehe meistens allgemein Menschen nicht. Wie kann man einen Mensch hassen, wobei man den nicht mal richtig kennt? Ich hab auch keine Ahnung. Also ich, ich hasse dich auch, aber ich kenn dich halt. Was? Ja, aber deine Hass ist nicht wirklich Hass. Ich meine, es gibt Leute, wo man hassen kann, weil er einfach komplett scheiße ist. Okay, meine Wegen. Aber selbst dann hasse ich Menschen nicht. Selbst dann hasse ich Menschen nicht. Ja, ich hasse auch keinen Mensch. Außer mich. Ja, das ist ein Hassliebe. So wie League of Legends. Welche Game ist noch ein Hass? Smash? Ja, ich schon. Ah, ja, stimmt. Es gibt's ja auch noch. Was? Smash gibt's ja auch noch. Ja. Digga, ich will wieder Smash mit dir spielen. Oh, willst du wieder verlieren? Ja, nein, das nicht. Aber ja, ich will ja. Hero mal wieder mal ein bisschen spielen. Ja, sure, du kannst bei mir mal machen, dann kann ich das Hero-Matchup ein bisschen üben. Ja, wieso hast du das nicht gemacht? Ich hasse Hero. Ja, aber du hast nicht bei Mifra gespielt, sondern du hast immer Yoshi dann oder so gespielt. Oder was hast du gespielt? Ich hab immer andere. Ich hab nicht mit Palma Mifra gespielt. Ja, an dem Tag habe ich sie nicht gespielt. Ja. Ich glaube, da warst du froh drüber. Nee. Er hat Palma richtig die richtige Flamme gezeigt. Bruh. Ja, die da Neutral B. Oh mein Gott, nein. Warte mal. Okay. Puh. Ich dachte kurz schon. Dass du komplett vergessen hast. Ja. Das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. Also für dich nicht, aber für mich. Also ich dachte auch ja, recht scheiße. Also wenn du wirklich wegen dem so viel wieder machen musst, ist okay. Nee, nein nicht. Da hatte ich keinen Bock gehabt, scheiß Level. Was? Aber ja. Sterne sind versteckt und. Es ist so dumm, den Stern zu kriegen. Ich verstehe diesen Stern nicht. Ja, du musst so richtig eng rein versuchen zu flutschen und dann so reinkommen. Aha. Verstehe. Ja, ich habe wenigstens gut erklärt, ne? Ja, das hast du sehr schön erklärt. Ich glaube, so. Die Kinder hast du schon verscheucht. Wer braucht mal Kinder, ey? Was für Kinder? Die existieren nicht mehr. Was? Also, die schon alle rein. Ging im Keller in meine. Nein, nicht doch nicht. Nein, nein, nein. Nein. Der Keller ist nur ein Mysterium. Oh. Oh, lol. Ja, die Sterne sind wirklich ziemlich einfach hier. Das ist einfach. Ja, wenn man weiß, wo, ja. Ja, tatsächlich. Also für mich wäre mühsam, weil ich das nicht spielen kenne. Aber ich habe das halt schon dreimal gespielt. Das ist jetzt das dritte Mal. Das erste Mal habe ich es normal gespielt, das zweite Mal ohne Save States und jetzt Let's Play. Let's Play. Ja. Lass uns spielen. Auf Deutsch. Ja, das steht glaube ich sogar auch bei meiner Playlist. Auf German. German. Aber hey, ich glaube, ich habe den letzten Stern. Also den ersten Stern von dem Level als letztes geholt. Ja, hast du. Oh mein Gott. Nicht in Reihenfolge, aber dafür habe ich die Level in einer richtigen Reihenfolge gespielt. Also eigentlich hast du recht viele Level auf einmal gesehen. Was heißt eigentlich von dem Level? Ja, das ist ganz gut, okay. Ja, ganz gut, ja, ganz gut. Ja, aber besser als die andere, wo nur eben Wandsprünge sind.
Armeen. Am besten war eben mit, ich glaube Bause oder so. War interessant. Eine der, wo ich eben gesagt habe, das ist sehr, klingt sehr gut. Meinst du, das mit den, das der, diese schöne Oase? Ja, und jetzt habe ich da alles geholt bei Kost 13 und jetzt muss ich da. Also ja, das alles ist eigentlich ein komplettes Level, was ich jetzt mache. So, jetzt muss ich hier. Oh nein. Oh, oh. Die Dreckspinne. Und in deinen Arsch rein. Ich krabbel in deinen Arsch rein. Oh Gott. Also wir müssen noch 3 Sterne sammeln. 2 davon. Ah ja, stimmt. Diese, ich finde immer noch scheiße, dass dieser Sand kein Treibsand ist. Bro. Aber ja, aber das nächste Level, was du leider nicht sehen wirst, weil dann werde ich hier mein die Aufnahmesession mit dir beenden, dann bist du endlich von mir erlöst. Aber oha, diese 3 Sterne ziehen wir noch durch. Ich mich einfach schon mich kälter drauf. Du hast gerade wahrscheinlich die längsten Aufnahmesessions mit mir gehabt. Oha. Ja, geil. Du hast. So lange wie man die. Ne, wobei das ist länger. Bro. Also diese Level finde ich zum Beispiel geil. Das Level ist auch ziemlich cool, also ich mag das Level. Nein, ich geh jetzt nicht in den Lava-Wasserfall. Ja, also sag das auch. Ja, jetzt sag ich das auch wegen dir. Ja, wie soll man das sonst nennen? Ist Kuss 14? Ist auch ganz okay. Ja, das finde ich sehr cool. Das Level finde ich sehr cool. Außer ja, das ist auch cool. Es rutscht und flutscht durch. Digga, nein. Welcome to the Paradise Slide, number one vacation spot for the dead. If you can complete the slide under the 21 seconds, you win. For the fastest death record time is 15 seconds. Ja, shut the fuck up. Also 21 okay. Sekunden brauche ich, um die Slide abzuschließen. Allerdings mache ich das nicht jetzt, sondern mache ich zuerst was anderes in dem Level. Oh wow, das war stylisch. Das sieht aus wie ein kleiner D. I mean, sure. Mit dicke Eier und kleinen D. Also die Eier sind so groß wie der D. Wie die Balls. Balls, ja, die Balls. Aber die Balls sind so groß wie der D. Balls. Somewhere in the maze, 22. Yay! Jetzt geht's hier. Jetzt machen wir so, wie die Rutsche abzuschließen. Und die Rutsche flutscht richtig durch, wie du schon gesagt hast. Ja, es muss richtig flutschen. Ist auch eine Wasserrutsche. Ich gehe da rein. Aber Frage, wie werde ich diese 21 Sekunden schaffen? Das ist ganz einfach. Du überspringst alles. Ich muss ein paar Sachen überspringen, sonst bin ich zu langsam. Dann mach. Mach. Das ist auch so legendär bei Mario Party. Mach. Der gute. Oh mein Gott. Oi. Das war nicht schlecht. Bam. Der gute Robert hat sich da ein bisschen aufgeregt. Du wärst aber durchgefallen. Der gute Robert hat sich da ein bisschen aufgeregt. Der gute regt sich wegen allem auf. Ja, er regt viel immer auf. Ich hab die Heid! Warum schafft ihr das? Bei mir schafft es nie. Dieses Smash-Angriff von 99%, der kann ja jeder dodgen, überlebt alles. Wieso schaffe ich das nicht? So nah an der Edge, so nah am Sterben. Wie kann ihr das überleben und ich nicht? Ich hab auch die Heid. Ich hab auch die Heid. Mann, scheiß Min-Min! Nee, er ist einfach frustriert. Er sagt einfach nichts dazu. Und arme Vicky. Aber ich hätte die Min-Min nicht bei Vicky verwenden sollen. Ja. Ich wollte einfach gewinnen, aber. Du hast ja. Ich meine, du bist viel besser als sie und das war halt echt ein bisschen fies. Ja, ich dachte, ich will einfach Safe Win machen, weil Min-Min ist ein Safe Win. Ja, gegen die Noobs halt, ja. Ja, aber ich habe vergessen, dass es auch riesige Frustration ist. Deshalb bin ich mit dabei gedacht, darum, ja. Bei Vicky tut mir leid, bei Roman nicht. Fuck. Egal. Rora. Ja. Lol. Oh.
Der Robin. Robin. Robin Hu. Robin Hood. Ja, aber Robin Hood einfach. Nee, Robin Hood, sondern Robin Hu. Robin Hu. Und das ist tatsächlich das letzte Lolo, was du sehen wirst heute. I'm dead. Eine riesen Banane. Banana. 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 Oh, 96. Yes. Ah, ich würde jetzt da den Part beenden, aber nee, kein Bock, weil das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt da aufhören würde. Ich habe so riesen Banane. Meine ist immer noch größer. Aha. Welche musst du beweisen? Nein. Das müssen die Zuschauer nicht wissen. Also, die müssen nicht wissen, aber wenn jemand behauptet, dass meine klein ist, muss man wirklich alles im Mund tief reinnehmen. Und wenn da jemand nicht am Beschweren ist und schafft das, dann sage ich nichts mehr dazu. Also Porn oder wenn er am Heulen ist und sage, es ist doch zu groß, dann sage ich, dann mach weiter. Du hast gesagt, es ist klein. Die muss traumatisiert sein, alle Leute. Alter. Ja, ihr Perl, wenn die behauptet, dass meine Kleine. Ich glaube, ich hatte dieses Video ab 18, auf 18 Stechen. Was, ab 18? Ab 20, Digi. In Amerika ist es ab 25 erlaubt. Sowas. Wir sind in einer Wassermelone drin. An Melone muss ich immer mal. Es sieht irgendwie anders aus. Es sieht eher aus, wenn du in meinem Muschi rein drin bist. Nice. Perfekt. Ganz ehrlich, diese Stage ist komplett falsch. Ja, das ist es. Ich bin war auch verwirrt von der Stage. Das ist einfach so Banane mit Wassermelone, wo aussieht wie eine Mumu und. Ja. Ja, ich geh jetzt aufs andere wieder raus. So, Shiki. Yes. Dir vielen, vielen Dank auch. An dir fürs Dabeisein. Danke, G. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir. Wunderbar. Und der nächste Gastkommentator wird eventuell sogar eine recht prominente Person. Also prominent, mehr oder weniger. Für mich ist er eine Prominente, sagen wir es mal so. Aber, nächsten Part wird das schwerste Level angegangen. Und er wird dann auf jeden Fall live dabei sein. Wie ich da leide und verzweifle. Geil, finde ich super. Mhm. Bowser's Dark Obelisk. Was da hinten erwarten wird, das werden wir erst im nächsten Part erfahren. 69 wird euch grüßen. 69 wird euch grüßen, genau. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und vielen Dank fürs dabei sein. Schicke. Kein Problem. Willst du noch abschließende Worte sagen? Du bekommst schon noch 1000 Euro, oder? Das war, da war. Und jetzt beende ich diese Aufnahme. Bis dahin und ciao.